Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zum Moon Prism Podcast 44 mit Akt 41 von PGSM und euren Moderatoren Sailor Cat und das Mad Eye. Das Mad Eye. Das Mad Eye! Wir sind halt Phone-Users. Ja, also wäre die schon mal los. Ich will da nichts sagen, aber ich schneide auch mit Kopfhörern. Ne? Das ist dann schlecht. Ja, du weißt ja jetzt, was da kommt. Ja, gut. Und wenn es dich doch erwischt, tut's mir leid. Okay, wir haben ein bisschen was zu tun, aber wir fangen doch einfach mal an mit der Auflösung unseres letzten Versus-Spiels. Genau. Okay, dann zuerst das. Ich war irgendwie darauf gefasst, jetzt erst die Fragen anzugehen. So. Nee, dann machen wir das zuerst. Alles klar. Ja, wir haben euch ja gefragt, wer würde eher einen Kampf gewinnen? Berthier aus Sailor Moon oder Elsa aus Die Eiskönigin? Und ich habe die Abstimmung jetzt nicht vor mir, aber ich weiß trotzdem, wer gewonnen hat. Ja. Logischerweise, weil ich ja die Story dazu geschrieben habe. Und bevor ich drüber rede, warum ich diese Abstimmung so faszinierend fand... Lies doch einfach mal vor. Genau. So, für dieses Versus habe ich zwei Grundannahmen gemacht. Mhm. Erstens, Arendelle ist irgendwie in der Sailor Moon Welt und ist ein potenzielles Ziel für Black Moon Angriffe. Versteht sich eigentlich von selbst. Ja. Zweitens, Elsas Kräfte sind grundsätzlich stärker als die von Berthier, aber Psyche, you know. Aber hast du jetzt die Elsa aus dem ersten oder dem zweiten Film genommen? Ich werde hier nichts zum zweiten Film sagen, weil der noch nicht, für meine Begriffe noch nicht lange genug her ist und eventuell Leute gespoilert werden. Ja, okay, stimmt, ja. Dann lese ich mal vor. Berthier betrachtet die Königin von Arendelle als potenzielle Gefahr für die Machenschaften von Black Moon und beginnt mit Operation Retribution. Okay. Darüber können wir gleich auch nochmal kurz reden. Zuerst werden die Bürger Arendelles durch Droidos ersetzt und da sich da noch nie jemand für Statisten interessiert hat, bleibt der Plan vorerst unbemerkt. Circa 60% der Bevölkerung sind bereits ausgetauscht, als Prinzessin Anna etwas bemerkt, aber weil sich Elsa noch nie dafür interessiert hat, was Anna sozusagen hat, bleibt der Plan vorerst unbemerkt. Berthier erhofft sich einen taktischen Vorteil, indem sie mithilfe der Droidos über Monate hinweg die Beziehung der Geschwister... Also im Moment, nee, ich hab einen Punkt vergessen. Genau, Anna wird ebenfalls ausgetauscht, da haben wir es. So. Ach so. Berthier erhofft sich einen taktischen Vorteil, indem sie mithilfe des Anna-Droidos über Monate hinweg die Beziehung der Geschwister zerrüttet und Elsa in Depressionen stürzt. Ui. Elsa glaubt sich von ihrer Schwester und ihrem Volk alleingelassen und ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, als Berthier schließlich angreift. Demoralisiert und depressiv kann Elsa den Attacken Berthiers nicht lange standhalten und droht, den Kampf zu verlieren, bis ihr durch ein winziges Detail auffällt, was eigentlich los ist. Als Elsa einen völlig idiotischen Angriffsplan für den Gegenangriff mit Anna besprechen will, fällt ihr auf, dass Annas Reaktion darauf nicht lautet, warte, was, sondern einfach nur, okay. Damit wird ihr klar, das kann nicht Anna sein. Nice. Bestimmt mag sie auch keine Schokolade mehr. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Moment, ich hab die Zeile verloren. So, ja, aus der Erkenntnis, dass Anna nicht echt ist, dass Anna nicht echt ist. Ich kann Deutsch, ich mein Deutsch verlieren. Schöpft Elsa neuen Mut und kann in klassischer Disney-Manier innerhalb von 5 Sekunden monatelang aufgebaute psychische Probleme überwinden. Ladida. Perfekt. Elsa bläst zum Gegenangriff, friert Berthier in einen Eisblock ein, den sie im Gletscher versenkt. Ihr habt ihr gedacht, ich beschreibe jetzt hier minutenlangen Eisstrahlen-Battle? Ja gut. Bestimmt singt sie dabei auch noch irgendeinen Song, während sie das macht. Ich hab gegrübelt, ob ich sowas reinnehme, aber nein. Okay, vielleicht singt sie danach einen Song. Mit Sicherheit, sie ist eine Disney-Prinzessin, die singt immer. Ja, schön. Warte, was? Aber ja, also das habt ihr auch geschrieben. Also ich bin auch dafür, dass Elsas Kräfte stärker sind als die von Berthier. Denn Elsa ist ja schon ziemlich stark, aber es ist natürlich alles von den Emotionen abhängig und Elsa ist ja emotional sehr instabil. Und Berthier ist durchaus eine Person, die emotionale Instabilität auszunutzen weiß, zumindest Manga-Berthier. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Man denke an das Schachspiel. Ja, stimmt, ja.
Ja, was mich an der Abstimmung wieder fasziniert hat, wenn man die Kommentare liest, sah das eigentlich nach einem klaren Sieg für Berthier aus. Die Abstimmung sah aber irgendwie genau andersrum aus. Vielleicht war es ja so, dass halt die Leute für Elsa abstimmen, weil stärkere Kräfte. Und dann haben aber so ein paar Leute gesehen, oh wait, Elsa ist ja so instabil psychisch, deshalb schreibe ich jetzt einfach einen Kommentar. Aber die anderen haben keinen Kommentar geschrieben, weil die Abstimmung ja sowieso das dem entsprach, was sie wollten. Das kann sein, ja. Ist Ja, jetzt eine sehr große Vermutung. auf Frozen 2 bin ich da jetzt nicht groß eingegangen, weil ich glaube, dann hätte die Sache noch deutlicher pro Elsa ausgesehen. Ja, ich glaube auch. Ich habe mir auch vor uns Neues ausgedacht und ich hab eine halbe Stunde gesessen und gegrübelt. Wen könnte man denn noch gegeneinander kämpfen lassen? Ich war schon fast so weit, Amaroks Vorschlag mit den Schwertern in Erwägung zu ziehen, aber. Ja, und dann fiel mir ein, warum eigentlich Sailor Moon Charaktere gegen Leute aus anderen Animes antreten lassen oder anderen Geschichten. Gibt ja auch diverse Sailor Moon Figuren, die man gegeneinander antreten lassen kann, die einfach in verschiedenen Arcs vorkommen. Und da fiel mir das absolut perfekte Paar dafür ein, nämlich Black Lady versus Mistress Nine. Ja, gut, interessant. Also, die Frage an euch. Und ich denke, du wirst auch wieder eine Abstimmung machen. Wer würde einen Kampf gewinnen? Black Lady versus Mistress Nine. Ja, und ich denke mal, auch hier könnt ihr euch wieder Anime oder Manga aussuchen. Ja, klar. Ja. Genau, ich mache dann wieder eine Abstimmung bei den Community-Beiträgen. Da könnt ihr dann auch gerne schreiben, warum ihr glaubt, was ihr glaubt. Und naja. Ja, das Schauspielerspiel machen wir heute übrigens nicht, weil wir ein bisschen viele Fragen haben. Es sieht gar nicht nach so vielen Fragen aus. Also die Wall of Text ist nicht so gigantisch, aber du hast wahrscheinlich schon gelesen, ich noch nicht. Nö, habe ich nicht, aber für mich sah es ein bisschen viel aus. Naja, da wir halt das Versus-Spiel auch hatten, dachte ich mir dann beim nächsten Mal wieder. Ja, so viel kommt gar nicht mehr, ne? Was meinst du? Wir haben gar nicht mehr so viele Folgen. Also war vielleicht schon das Let ist das vielleicht schon das letzte Versus-Spiel, das wir heute angeboten haben. Oh je. Mal gucken. Ja, wie es sich halt ergibt. Okay, Fragen. Okay, Frage von Mystery N. Hallo Sailor Cat und das Mad Eye. Hi. Hi. Hier habe ich wieder ein paar Fragen für euch. Woo! Frage 1. Wenn Haruka in einem Spiel der Finsternis gegen Yami-Yogi antreten müsste, aus unerklärlichen Gründen, welches Spiel wäre es und würde sie es schaffen zu gewinnen? Ich verstehe die Frage nicht. Ich kenne mich mit Yu-Gi-Oh! Nicht so sehr aus, also ich dachte, du verstehst, was sie meint. Ja, es gibt diese Schattenduelle, klar, bei denen man um seine Seele spielt, aber das sind halt immer Duel-Monster-Spiele. Deswegen, was für ein Spiel wäre es, verstehe ich nicht. Ja, dann wäre es halt das typische Yu-Gi-Oh! Spiel. Ja, eben, aber warum dann die Frage, welches Spiel wäre es? Weil die Schattenspiele aus Yu-Gi-Oh! Sind immer dieses Spiel, da gibt's gar keine Wahl. Tja. Ansonsten weiß ich nicht, was mit Spiel der Finsternis gemeint sein soll. Und wenn wir davon jetzt ausgehen, dass das gemeint ist, dass sie halt Duel Monsters spielen, also im Anime heißt ja Yu-Gi-Oh!, also in der realen Welt heißt das Kartenspiel einfach nur Yu-Gi-Oh!, aber im Anime heißt es natürlich nicht Yu-Gi-Oh!, weil das wäre ein bisschen weird, Ach so, sondern Duel Monsters. okay. So. Ja, ich habe die erste Staffel habe ich nicht gesehen, aber dafür von diesen Fortsetzungsserien ein bisschen was, aber ist auch schon länger her. Du hast die erste Staffel noch nie gesehen? Nee, ich habe halt nur das gesehen, was auf ProSieben Max lief und das waren halt überwiegend Sechsel und 5Ds. Oh Gott, du musst dir die erste Staffel vom Original-Anime angucken. Die ist so herrlich schrottig. Okay. Ich glaube, die erste Folge habe ich mal gesehen, aber ist auch schon lange her. Ja gut, in der passiert schlichtweg gar nichts. Ja, wer gewinnt? Ja, Artem, also Yami. Vermutlich. Ja, Haruka würde in einem Spiel antreten, Dass sie in gar nicht dem wirklich sie, kennt, das ne? sie nicht kennt, gegen den ultimativen Best-Ever-Spieler in diesem Spiel. Wie soll denn das ausgehen? Ja, gut. Okay, zweite Frage. Wenn ihr ein Monster of the Day designen würdet, wie würde es aussehen und was für Fähigkeiten hätte es? Oh, jetzt habe ich mir leider nichts überlegt. Sind wir sowas nicht schon mal gefragt worden? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es hätte so die Optik von Morga, so ungefähr, wie halt diese Monster aussahen.
Und es hätte Fähigkeiten wie Doubt. Nice, nice. Es wäre halt so ein fieses Vieh, das irgendwie im Schatten lauert und die Leute wahnsinnig macht. Ja, das finde ich cool. Ich überlege gerade, bei mir würde ich wahrscheinlich eher irgendwas mit Katzen machen, so dieses. Ich denke gerade an Nekonell, also diesen Daimon aus der dritten Staffel. Aber ich weiß nicht so recht, was ich damit machen wollen würde. Vielleicht, wenn das halt wirklich so eine Haustierkatze ist und die ist aber böse. Und die verwandelt sich dann halt irgendwann in einen Dämon. Naja, ist jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Da müsste ich mir vielleicht länger was überlegen. Also quasi Chanella nur halt als Katze. Ja, vielleicht. Natürlich nicht, also natürlich dann nicht so passiv wie ein Chanella. Aber gut, so passiv ist der gar nicht. Aber ich dachte, der sitzt da nur rum und seine Augen glühen. Ja, schon, aber der manipuliert die Leute halt irgendwie. Das kann man dann ja ein bisschen weiter ausschmücken, dass er ein bisschen mehr dabei tut. Ja, genau. Ja, so in etwa vielleicht. Frage 3. Ich fange an, ein Schema zu erkennen. Für wie wasch für was? Für wie scheinlich haltet ihr es, dass ihr irgendwann einen Yu-Gi-Oh! Podcast machen werdet? Gar Für nicht. wie scheinlich hältst du das denn? Was heißt überhaupt scheinlich? Wobei, so eine podcastartige Review über ein paar Folgen der ersten Staffel fände ich zumindest witzig, aber ein ganzer Podcast, nee. Nee, also ich glaube nicht, dass wir das machen. Okay. Also ich wäre für ein bisschen was in die Richtung durchaus offen, aber hier hört Sailor Cat eher nicht so. Nee, also ich bin jetzt nicht so in diesem Franchise drin. Ich habe auch nicht so wirklich Lust, muss ich sagen. Außerdem, wenn man die Idiotie der Staffel 1 Duelle sich vorknöpfen will, das haben halt schon andere wesentlich besser gemacht, als wir das könnten. Ja, wahrscheinlich. Wie heißt das? CK Phoenix, glaube ich, hat das sehr gut gemacht. Das ist ein Knaller. Frage 4. Was würde passieren, wenn die Shenshi ihre Kräfte tauschen würden? Usagi, Hotaru und Chibiusa wären nicht betroffen. Okay, das ist eine wichtige Einschränkung, weil das die wären, bei denen das am meisten Impact hätte. Okay, also natürlich wären alle erstmal super verwirrt und ich könnte mir auch vorstellen, dass die halt erstmal so gar nicht mit den Kräften klarkommen. Und dann stelle ich mir vor, wie Mars irgendwie so ist, so Mann, warum schieße ich denn hier nur Wasser oder Seifenblasen, noch besser die Seifenblasen und Mercury, oh Gott, gleich mal so ein riesen Feuerball gemacht. Eigentlich fast ein Wunder, dass es das nicht im Anime gab, ne? Das wäre voll so ein Ding in so einem 90, in so, in den 90ern. Das hat man doch überall gemacht. Irgendwann mal Ja. Körper tauschen. Ich meine, bei Also Usagi und nicht Körper Chibiusa. tauschen, aber Kräfte tauschen oder so. Ja gut, aber wenn du Körper tauschst, kannst du auch Kräfte tauschen. Also das kannst du Ja. dann in einem Rutsch machen. Aber Also das stelle ich deswegen. mir lustig vor. Das wäre dann so eine Comedy-Folge einfach. Ja, gab's ja durchaus etliche von. Ja, ich erinnere mich an einen Tinkerbell-Film, wo das so war, wo die wirklich alle ihre Kräfte getauscht haben und dann so gar nicht damit klarkamen. Ich muss an die eine Folge aus Teen Titans denken, wo Raven und Starfire ihre Körper tauschen und dabei voll kaputt gehen, weil die eine steuert, also beide steuern ihre Kräfte weitgehend durch Emotionen, aber die eine, indem sie unterdrückt und die andere, indem sie sie auslebt. Große Katastrophe. Ich denke auch gerade an My Little Pony, Celestia und Luna. Ja, genau, also so. Warum nicht? Fände ich witzig. Fände ich auch witzig. Also, ja, die Reaktion wäre halt wahrscheinlich große Verwirrung, großes Chaos, großes, oh Gott, was mache ich denn hier? Vor allem, ich wüsste schon genau, wie die Folge ablaufen würde. Ich glaube, zwei Senshi streiten sich über. Das können wir auch super mit Oh Miyako und ja. Makoto machen. Ja, genau, die Senshi streiten sich und sind dann so, ja, du mit deinen Kräften, Genau. und dann tauschen sie und dann am Ende appreciaten sie die Kräfte der anderen dann doch. Genau, Ja. genau. Perfekt. Das Rezept für so eine Folge ist quasi schon fertig. Deswegen wundert, es ist so einfach. Warum haben sie es nicht gemacht? Ja, also im Sailor Moon-Kontext, es wäre schon komisch, weil die Kräfte ja auch an Planeten und so gekoppelt sind. Naja, aber es wäre witzig. Ja gut, hättest der eine prima bescheuerte Story in der fünften Staffel drum stricken können. Sie kriegen aus irgendeinem Grund die Starseeds rausgeballert und falsch wieder eingesetzt. Und jetzt sag nicht, das wäre zu bescheuert, weil es gab allein zu Hause. Das ist das ultimative Argument gegen alles. Ach so, natürlich.
Ja, interessant. Danach kann, nach allein zu Hause kannst du einfach zu nichts mehr sagen. Nein, das ergibt keinen Sinn, das ist bescheuert. Ja, nice. Irgendwer soll mal so eine Fanfiction schreiben. Jo, nächste Frage. Also der nächste Fragenblock. Ich weiß nicht, wie viele Fragen da jetzt drinstehen. Das ist eine große Wall of Text von Jubelia. Hi Sailor Cat und hi Mad-Eye. Hi. Hi. Wie du wieder immer Hier. anders, wie du es immer anders sagst. Ich immer so hi, mit einmal so hi. Hier noch eine Frage für den Podcast. Im Manga sagt Neo Queen Serenity, dass ihre Kräfte als Sailor-Kriegerin verschwunden sind, nachdem sie Königin wurde. Soweit, so gut. Sie sagt aber wörtlich, dafür bin ich selbst verantwortlich. Und deshalb war sie nicht in der Lage, Death Phantom zu schlagen. Moment, wir sind immer noch im Manga, ja? Okay. Ja, das sagt sie wirklich und das verwirrt mich auch total. Jetzt meine Frage, wofür genau war sie selbst verantwortlich? Dafür, dass sie keine Kräfte mehr hatte? Dann frage ich mich, wieso hat sie das überhaupt gemacht? Außerdem scheint sie ja Kräfte zu haben, weil sie am Ende dieses Blitzentschi neue Kräfte gibt und irgendwie alles repariert hat. True. Ja. So ist es. End of story, das ist einfach so. Also, ich denke mal, das ist halt gemeint, sie hat keine Sailor-Kräfte mehr, also sie kann sich jetzt nicht mehr normal in Sailor Moon verwandeln, aber sie hat jetzt schon noch den Silberkristall und so und sie hat schon noch Kräfte, aber halt mehr so die Königinnenkräfte. Aber ich finde das auch ziemlich weird. Und halt vor allem diesen Satz mit, ich bin selbst dafür verantwortlich, verstehe ich auch überhaupt nicht, was sie damit gemeint hat. Ich kann mir da echt keinen Reim draus machen, weil warum sollte sie da dafür selbst verantwortlich sein? Ich dachte halt, es ist einfach so, ja, wenn man Königin wird oder wahrscheinlich auch, wenn man ein Kind kriegt, das dann halt die Nachfolgerin wird, dann schwinden halt langsam so diese Kräfte. Naja, daran hat sie durchaus gewissen Eigenanteil, dass sie ein Kind bekommt. Ja, also vielleicht ist das gemeint, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil das klingt halt in dieser Szene so, als würde sie das so furchtbar bereuen. Und ich glaube nicht, dass sie das so sagen würde. Ja. Es klingt halt, als hätte sie irgendeinen Fehler gemacht. Und jetzt kommt nicht mit Chibius, aber ein Fehler. Ja, Dotchipusa war ein ganz großer Fehler. In jeder Aber doch Beziehung. nicht, nee, das wird doch Neo Queen nicht sagen. Natürlich würde sie das nicht sagen. Ja, einfach Vielleicht ist das auch alles. einfach eine komische Übersetzung. Da müsste ich vielleicht nochmal nachschauen, was sie da im Japanischen genau sagt. Hi, hier ist Sailor Cat und ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja, sie sagt aber schon, das ist meine Verantwortung. Also es scheint eigentlich schon die richtige Übersetzung zu sein. Naja, aber interessanterweise spricht sie auch davon, dass speziell ihre kämpferischen Kräfte nicht mehr da sind. Also vielleicht meint sie, sie hat halt noch die typischen Heilungs- und Wiederbelebungskräfte vom Silberkristall. Also dass sie halt jetzt eher so defensiv ist. Aber ich kann mir leider immer noch nicht denken, was sie mit dafür bin ich selbst verantwortlich meint. Ich wollte sagen, einfach alles, was mit der Zukunft und Neo Queen Serenity zu tun hat, ist irgendwie weird. Ja, ein bisschen schon unverwirrend. Außerdem konnte ihre Mutter ja auch als Königin noch den Silberkristall nutzen, konnte sie? Ja, doch. Ja, und das kann ja Neo Queen ja auch. Also die Silberkristall- und Königinnenkräfte hat sie ja schon noch. Ja, doch, klar, die alte Queen hatte ja auch Kräfte, die hatte doch einen Gut, die hat eine Silberkristall. Elenia verbannt. Ich habe mich gerade überlegt, wann hat sie das denn mal so, dass wir es wirklich eindeutig wissen, Ja, aber benutzt? sie Aber hat doch, ja, klar. hat sie nicht auch Metallia versiegelt und so? Ich weiß es gerade gar Ja, nicht. doch schon. Ach doch, klar, sie sagt ja, ihre Kräfte waren so. Sie war so emotional Ja, erschüttert, dass sie genau. die nicht richtig verbannt Ich hat. meine, Ja, wie doch, soll doch. denn Metallia sonst versiegelt worden sein? Ja. Stimmt, Muss ja die ja, alte klar. Königin gewesen sein. Stimmt schon. Ja, sie sagt ja auch. Ich Ja, hab's nur gerade vergessen gehabt. stimmt. Zumindest im 90er-Anime bin da nicht mehr ganz so durchgestiegen. Würde mich freuen, wenn ihr das beantworten könnt. Ihr macht das super. Ich hoffe, ihr macht noch lange weiter mit Sailor Moon. Naja, so viel ist halt nicht mehr übrig. Ist halt bald Schluss und dann sind wir halt wirklich am Ende. Da ist nichts mehr. Naja, so ein paar Musicals, vielleicht von Zeit zu Zeit oder so. Außerdem, also natürlich gibt's bei mir auch weiterhin Sailor Moon Videos, klar. Nur Podcasts wird halt dann langsam schwierig. Ja gut, man kann natürlich auch Podcasts machen, die jetzt nicht wirklich um einzelne Folgen Ja, drehen, klar, man aber. könnte natürlich noch Podcasts zu einzelnen Themen machen, aber Und es da gibt ja gucken auch wir noch dann noch. Kosmos!
Oh ja, stimmt, stimmt, klar. Zu Sailor Moon Cosmos kommen dann natürlich auch noch Podcasts. Und natürlich dann unser weiteres Projekt, was auch immer das sein wird. Der Podcast of Power. Genau. Aber gut, noch haben wir ein paar Folgen. Genau. Oh, mir ist noch was eingefallen. Sorry, ich hoffe, ihr habt meine erste Frage gesehen, die ich unter den Moon Prism Podcast Folge 40 geschrieben habe. Würde mich auch darüber eine Antwort beziehungsweise eure Meinung freuen. Moment. Ich glaube, ja, wir hatten schon mal ein, letztes Mal hatten wir eine Frage von Jubelia. Das wird die dann wohl gewesen sein. Ja, genau, es dauert halt immer ein bisschen, bis die Podcasts mit den Fragen dann kommen, weil wir halt ein bisschen vorab aufnehmen. Jo, alles Klärchen. Dann kommen wir zur Frage und der Name des der fragenstellenden Person macht mir Angst. Ja, wieso? Frage von Toffi. Okay. Nichts gegen dich, Toffi, aber deine Fragen, da habe ich Angst vor. Ich weiß gar nicht mehr, was Toffi für Fragen stellt, aber ich bin gespannt. Hi, nach langem stellt Toffi auch mal wieder eine Frage. Es geht schon gut los. Ich glaube, wir wissen alle, wie unnötig die Inners dargestellt werden in Staffel 5 des 90er-Animes, denn sie können gar nichts reißen. Nun meine Frage. Wer würde in einem folgenden Kampf gewinnen? Chibi Chibi mit Chibiusa. Achso, sie hat auch Luna P, okay. Versus alle Inner Senshi ohne Usagi? Und die Inners haben ihre Staffel 5 Kräfte. Ist das überhaupt noch eine Frage? Wer da gewinnt? Warte, die Frage geht noch weiter. Caps Lock, ich werde das jetzt nicht brüllen. Liebe Kekse, das dramatische, katzende Toffi-Huhn PS Toffi setzt auf Nervensäge. Wieso? Ja, das frage ich mich gerade auch. Also Chibi Also. Chibi können wir ja mal komplett aus der Gleichung rausnehmen, weil Chibi Chibi kann ja für sich genommen erstmal gar nichts. Ja, sie kann halt sowas wie teleportieren und so Zeug halt. Aber Ja, aber angreifen jetzt nicht. das ist ja Und quasi gar ich denke nichts. mal, wir gehen ja jetzt vom 90er-Anime aus und da ist sie ja auch nicht Sailor Cosmos. Nee. Ja, und also ich meine, bei Chibiusa könnte man Steht ja im. auch in der Frage, wir sollen vom Ach so, 90er-Anime ja. ausgehen. Und ich meine, im Manga könnte ja Chibiusa mit ihren Attacken wirklich was reißen, aber im 90er-Anime? Da ist ja das Einzige, was sie kann, die Zuckerherzen, die erstens 50% der Zeit nicht funktionieren und zweitens, wenn, dann tun sie nur ein bisschen Aua und das macht eigentlich fast gar nichts. Oder sie kann das Glöckchen für Pegasus läuten und der ist ja weg. Also, sie kann doch eigentlich so gut wie gar nichts. Ja, aber selbst wenn wir mal annehmen, sie kann Pegasus rufen, dann ist halt Pegasus da und was dann? Ja, eben. Sie kann ja nicht mal die Attacke ausführen im 90er-Anime. Ja, also. Ich glaube, sie hat sie mal mit Sailor Moon ausgeführt, aber ob sie das jetzt allein auch könnte? Ja, stimmt, sie konnte im Super S-Movie noch mit Sailor Moon die Double Moon Goddess Meditation machen. Das hatte aber, Aber. glaube ich, nichts mit Pegasus zu tun. Da haben sie doch irgendwo anders Kräfte herbekommen, oder? Ja, ich denke einfach mal, Kräfte vereinen war's. Ja, aber Okay. das hätte sie ja da auch nicht. Also, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie du drauf kommst, dass Chibiusa überhaupt irgendeine Chance gegen irgendwas hätte. Ja, Die hätte vielleicht weil sie. nicht mal gegen Morga oder den schwächsten Dämon eine Chance wahrscheinlich. Aber wobei, es gibt doch. Silberkristall, ne? Ja. Hat sie nicht sogar mal einen Dämon besiegt, aber in der Chibiusa-Form, mit ihrer Heulboje, mit ihrer ich werde angegriffen, Kräfte ausströmen. Ich weiß jetzt nicht, was. Ich Ach weiß nicht, so! ob sie den besiegt hat. Du meinst, irgendwann in Staffel 2, wenn sie Wenn sie anfängt durch die zu Zeit heulen? reisen. Ja, kann sein, dass es da Ja. irgendeinen Droido mal weggefetzt hat. Ja, aber trotzdem, die anderen sind halt auch Senshi, ne? Und es ist nicht so, als wären die wirklich schwach. Ich weiß, sie sind oftmals ja ein bisschen irrelevant, aber so für sich genommen sind sie eigentlich schon stark. Ja, du hast halt das Problem der Inner Senshi ist, die wirken immer viel schwächer, als sie sind, Genau. Weil weil halt sie Sailor neben Moon Sailor Moon immer stehen. alles reißt und sie sind halt dann mehr nur so die Supporters. Aber eigentlich sind sie schon auch stark. Ja, das Problem ist, sie stehen halt neben Sailor Moon und die ist halt mal noch ein ganz anderes Level. Ja, genau. Das ist halt so, wenn du eine Truppe ausstellst und die heißen alle Chuck Norris. Ist ja schön und gut, aber wenn du die gegen He-Man antreten lässt, ist halt auch scheiße. Ja. Jetzt bitte keine Chuck Norris-Witze, ich meine wirklich den reellen Chuck Norris. Ach so. Ja.
Ja, also ich denke auch, Tilbiuse hat eigentlich keine Chance, auch mit Silberkristall. Nee. Vor allem, weil sie den ja bisher noch nicht sehr oft wirklich gewinnbringend einsetzen konnte. Also, liebes Toffi, wir sind nicht deiner Meinung. Nein. Okay, das waren die Fragen für heute. Okay, schön. Dann haben wir da auch noch so eine Folge, die wir besprechen wollten. Ach ja, müssen wir das? Ich meine, den meisten Teil der Folge passiert nichts Relevantes. Ach, sie ist doch trotzdem ganz cool. Es ist vor allem viel besser, als ich vorher gedacht hätte, aber darüber reden wir mal am Ende. Ja, Ja. wie hast du sie denn genannt? Welche Folge ist es denn? Es ist Folge 41 und ich habe sie in purer Verzweiflung, weil ich nicht wusste, wie ich sie nennen soll, genannt Hello Princess, my old friend. Hello, Princess, my old friend. Ja, nice. Aber in Wirklichkeit heißt die Folge Chizuwa Senshi na no. Um ehrlich zu sein, bin ich eine Kriegerin. Ja, das ist auch so, das ist so geil. Nee, später, Dazu später. kommen wir noch. Das macht mich so fertig. Ja, zum Inhalt. Die Folge fängt an mit einem Rückblick auf den verhinderten Weltuntergangspups. Genau, Princess Moon hätte ja fast die Welt zerstört, weil Endymion einen super Plan hatte. Aber darüber haben wir schon gerantet. Und Dezent. während dann halt Princess Moons Kraft drastisch gestiegen ist, erfahren wir jetzt, dass auch Metallias Kraft sehr gestiegen ist. Und wir sehen da so ein bisschen creepy Bilder mit irgendwelchem Dampf und komischen Geräuschen im Hintergrund. Ja, vor allem, und das fand ich irgendwie faszinierend, weil auch in dieser Folge nochmal darauf hingewiesen wird, wir sehen halt Metallias komisches, creepy Stöhnen, während so Wind durch die Bäume weht. Ist Metallia der Wind? Das würde einiges erklären. Ich glaube zwar nicht, dass das so gedacht ist, aber ohne Scheiß, das würde den ganzen Blödsinn erklären. Ja, meinst du, Metallia kommt mal bei Jupiter vorbei und sagt so, ey, du musst allein sein? Ja, warum nicht? Das nützt Ja, dir ja das kann ich mir durchaus nicht was. wirklich vorstellen. Metallia sagt doch hier nicht mal irgendwas, oder? Ich Nee, weiß sie nicht mehr, wie stöhnt es am einfach Ende ist, aber nur. ich dachte, in PJSM sagt die nicht mal irgendwas. Nee, weil Metallia ja die ganze Zeit über noch viel mehr als im Manga so eine wabernde Macht ohne Persönlichkeit bleibt. Ja, eben. Also im Manga sagt sie ja was. Im 90er-Anime, glaube ich. Ja, doch, da sagt sie auch was. Aber Ja, hier, das ist glaube ich, richtig. sagt sie nicht mal irgendwas. Nee, ich glaube auch, sie hat überhaupt keine. Also, sie hat nicht, dass sie wenig Persönlichkeit hat, sondern ich glaube, sie hat in PJSM wirklich gar keine. Ja, ich glaube auch. Also, sie ist wirklich einfach nur irgendeine Kreatur, die Energie ausbrütet. Aber ich Ja, glaube, sie die hat hat, gar glaube ich, nicht nicht. wirklich einen eigenen Willen oder Ich sowas. glaube, sie ist nicht intelligent. Ja, Jedenfalls wahrscheinlich. bisher. Ja, aber trotzdem wäre, also ich glaube, wie gesagt, überhaupt nicht, dass es so gedacht ist, aber es wäre eine coole Erklärung und es ist schon auffällig, dass es auch in dieser Folge nochmal angesprochen wird, dass der Windmako das gesagt hat. Nee, glaube ich auch nicht, aber nice Theorie. Ja, dann sind wir in der Schule. Und ja, Ami hat super Noten, nur sage ich nicht, wie immer. Und dann kommt irgendwie so ein merkwürdiger Lehrer? Fragezeichen. Ja, also es ist schon ein Lehrer, aber der ist wirklich. Der ist irgendwie weird, so von der Art her und auch wie er aussieht. Ich weiß auch nicht. Ich habe, als ich um das Schlusswort letztes Mal zu schreiben, habe ich ja ganz schnell über diese Folge einmal so drüber gescrollt, ohne Ton, und habe so nur ganz kurz den gesehen und habe mir so gedacht, hä, was? Soll das jetzt auf einmal Umino sein? Ich habe nicht so richtig drauf geachtet. Ich hatte keinen Ton und habe nicht richtig hingeguckt. Deswegen war mir weder seine tiefe Stimme noch sein Bart aufgefallen. Und dass eine von den Schülerinnen mal Sensei sagt. Ja klar, weil Ja. kein Ton, habe ich das natürlich auch nicht gehört. Aber der ist schon ein bisschen weird. Nee, also ich denke mal, Motoki ist so ein bisschen auch der Omino-Ersatz. Ja, absolut. Jedenfalls bietet der Usagi an, ja, ich kann dir jederzeit beim Lernen helfen. Und du sagst so, haha, danke, ja. Ja, was soll das? Was will er damit sagen? Ja, weiß nicht, aber vielleicht ist es in Japan einfach anders. Weil das ist ja auch irgendwie so, dass schlechte Schüler dann manchmal über die Ferien da bleiben müssen und extra lernen oder sowas. Vielleicht meint er eher sowas.
Okay, weil so seine ganze merkwürdige Aufmachung, ich habe gedacht, war das gerade irgendwie ein unmoralisches Angebot oder so? Ja, ich verstehe, wie du drauf kommst, aber ich glaube es nicht. Dürft, ich glaube es nicht. Nee, ich glaub's auch nicht, aber es ist trotzdem so weird. Der Eindruck entsteht Ja, halt. zumindest auf uns. Ja, ist wahrscheinlich in Japan einfach der Eindruck ein anderer. Also, Ja. und jetzt kommt Naru angeschlendert und irgendwie, Naru war gemessen an ihrer Rolle in dieser Folge extrem viel in der Preview der letzten Folge, also auf diese Folge zu sehen. Und es ist nicht, als ob sie unwichtig wäre in dieser Folge, aber dafür, dass sie quasi die ganze Zeit in der Preview zu sehen war, ist sie fast unwichtig in dieser Folge. Ja, man hatte irgendwie das Gefühl, es wird so eine Naru-Folge. Und ich meine, sie hat auch wichtige Szenen, sehr wichtige Szenen, aber eigentlich ist der Hauptpunkt ja mehr was anderes. Ja, der Main Event ist Motoki. Motoki und Makoto, ja. Ja. Also, was sollte das? Ja gut, auf eine falsche Fährte locken kann man ja immer mal machen. Ja, weiß auch nicht. Oder vielleicht haben die sich gedacht, ja, es geht zwar hier um Makoto und Motoki, aber oh mein Gott, Naru, da wird was Wichtiges passieren. Das müssen wir jetzt ganz stark anpreisen. Ja, sagen wir mal, das wäre wichtig. Naja, also für die Gesamthandlung jetzt nicht unbedingt, aber es ist schon eine krasse Szene, finde ich. Ja, aber irgendwie so. Sie kommt viel zu spät. Aber nein, nein, nachher. Nachher, ja. Okay. Ich will immer schon auf das Ende der Folge vorgreifen. Zurückhalten. Ja, So. dann sind wir jetzt auch bei Motoki. Nee, nee, Moment. Achso. Naru kommt ja an und sagt, hey, wir haben eine Hausaufgabe für den Sommer. Wir sollen irgendwie ehrenamtlich in einem Kindergarten helfen. Ja, also beziehungsweise, ich glaube, das ist nicht vorgegeben. Also die sollen sich selber was aussuchen und sind erstmal so, ja, keine Ahnung, was ich da machen soll. Aber später entscheiden sie sich dann halt für den Kindergarten. Ich muss da immer an die eine Folge aus Assassination Classroom denken, Stimmt, daran habe ich auch irgendwie gedacht. wo sie hier den Kindergärtner, whatever, ins Krankenhaus hüpfen und sich dann 2 Wochen um diesen Kindergarten kümmern und einfach ein komplett neues Haus bauen. Ja, so krass sind die hier natürlich nicht drauf. Aber da musste ich sofort dran denken. Ja, stimmt, ich auch. Die Schöner Wohnen-Folge von Ask Jazz. Die war aber toll. Die war super. Gut. Wollen wir lieber über die Folge von Ask Jazz sprechen? Die ist so viel Ach besser. komm, so schlecht ist die hier auch nicht. Nein, ist sie nicht. War nur ein Scherz. Ja, dann Motoki überlegt sich, was er mit Kamikichi in den Ferien machen soll. Sollen wir zu deinem Geburtsort gehen? Wo ist der? Ja, wahrscheinlich irgendwo ein Strand oder so. Ja. Wirf ihn den Möwen zum Fraß vor. Ist eine gute Idee. Oh, aber ist das denn bei Landschildkröten auch Ich so? wollte gerade sagen, ist Kamikichi überhaupt eine Wa. Nee, ist eine Nee, Landschildkröte, ne? ich glaube auch. Bin Naja, ich dann keine sicher. Ahnung, wo die geboren werden. Ja, ich weiß auch nicht. Und ja, wir spielen wieder das schöne Spiel. Neffi rastet aus. Ja, der hat so einen Besen, der muss jetzt hier wischen oder so. Und der rennt einfach vollkommen aggro mit dem Teil über den Boden. Ja, so macht man das. Und dann kriegt er, wie wird er genannt, dann von Motoki, während ich glaube Usagi und Ami kommen dazu und während dieses ganzen Gesprächs wird er einmal also ich lese jetzt vor, was in den Untertiteln stand, Nefukichi und Nefurin genannt, also Neflin. Ja, genau, also Nefukichi ist ja auch der Name vom letzten Mal noch. Und dann kommen halt die Mädels rein und Motoki ist so, weil er wusste halt noch, dass Nefrite den Namen nicht mag. Und hat er sich schnell was anderes ausgedacht, nämlich Nefurin. Und dann lachen die Mädels aber trotzdem, denn laut Wikimon ist das wohl eher so ein Mädchenspitzname. Okay. Habe ich auch schon mal gehört. Bei Charlotte, wenn ich mich richtig erinnere, gibt's ein Mädchen, das heißt Yusa, und ihr süßer Spitzname ist Yusarin. Okay. Damit erklärt sich zwar, warum das witzig ist, aber ich finde, Usagi verhält sich in dieser Szene. Es ist ein winziges Detail, aber es ist völlig out of character, finde ich. Was, dass sie darüber lacht, oder? Usagi ist doch keine, die über den Namen von jemandem lacht. Na,
Ich meine, die benimmt sich, es sind wirklich nur ein paar Sekunden, aber die benimmt sich halt wirklich wie diese typische Highschool-Bitch, die sich so rübt, die so zur Freundin rüberflüstert und lacht. Boah, das ist doch nicht Usagi. Ja, wundert mich auch. Sie wirkte ja auch so ein bisschen, wenn ich das richtig im Kopf habe, sie wirkte so ein bisschen verknallt auch, so wie sie Motoki anguckt am Ende. Ja, okay, das hatte ich gar, den Eindruck hatte ich gar nicht. Ich muss sie nochmal vorspulen. Ja, okay, die meiste Zeit über nicht. Ach so, nee, das ist, weil sie... Ach so, das ist, weil sie Makoto und Motoki sieht. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. Dann grinst sie halt so ein bisschen. Ja, das macht schon mehr Sinn. Ja, genau, ne? Fright rastet dann aus, weil er schon wieder einen Spottnamen bekommen hat. Genau, und dann packt er sich Motoki und bedroht ihn so. Dann kommt Mako rein und, was? Motoki wehtun, aber nicht mit Mako Starkarm Max Steel. Mako Starkarm Max Steel. Ja, nice. Also die reißt dann natürlich Nephrite weg und schleudert ihn auch noch so auf den Boden. Und ich glaube, er hat sich mindestens den Arm gebrochen. Das wird zwar nicht gesagt, so aber sieht er aus, ja. Das ist mein Headcanon. Sie hat ihm den Arm, dass sie ihn nicht ausgerissen hat, das fehlt, das war auch alles. Ja, ja, weil sie dachte, es wäre ein Überfall. Genau, und Motoki ist dann so, nein, der ist nicht so schlimm, der meint's nicht so böse, der hat halt Aggressionsprobleme und er ist viel allein. Was ist das eigentlich mit Motoki und Neffi? Das klingt so wie Stockholm-Syndrom. Nee, also ich denke mal, Nephrite hat eine sehr gute Menschenkenntnis und... nicht Nephrite, sondern Motoki. Und merkt, dass Nephrite halt... dass er niemanden hat, zu dem er hingehen kann, dass er kein Zuhause hat, keine Freunde. Und dass er einfach ein bisschen Hilfe braucht. Und so ist es ja auch. Nephrite ist zwar kein sehr netter Zeitgenosse, aber... es schadet ihm ja auch nicht. Also Motokis Gesellschaft tut ihm ja anscheinend wirklich gut. Mit der irgendwie Zeit. Schon. Ja, aber so, es wirkt ein bisschen weird. Vielleicht hätten sie Nephrite nicht ganz so überdreht aggressiv machen sollen. Ja, das ist zwar sehr witzig, aber es wirkt ein bisschen übertrieben, das stimmt. Ja, und dann merkt Usagi, hey, Mako, hey, Motoki, da geht was. Genau, dann sind wir bei Rei im Crown und Luna auch. Und sie hören Minakos Lied Kiss Kiss Bang Bang. Und dann kommen die anderen rein. Genau, und sind sofort verwundert. Was, du sitzt hier und hörst Musik? Hm, woran das wohl liegt? Vielleicht, weil du als Reiko Mars erwacht bist. Ja. Schöne Formulierung, fand ich klasse. Ja, und Rei dann natürlich, nee, aber ich glaube, Minako ist besessen vom letzten Leben, das macht mir irgendwie Sorgen. Und Luna sagt dann, nein, es ist eher, dass sie sich besser erinnert. Ja, und okay. Dann wird nochmal so ein bisschen dieser Streitpunkt ausgepackt, weil ja auch Mako sich erinnert, dass der Wind, Metallia, ihr gesagt hat, dass sie alleine sein soll, weil das besser ist, weil... Weil das ist, sie muss ja wie im vergangenen Leben sein. Ja, ja, weil Baum. Ich finde, die Erklärung ist in dem Fall sogar sehr passend. Das stimmt. Ja, das sagt halt dann Makoto nochmal, ja, sie hat schon irgendwie recht, ne? Nur wegen dem vergangenen Leben sind wir überhaupt wiedergeboren worden und so Zeug. Und naja, dann kommen sie aber auf dieses Kindergartenthema. Und dann sind wir auch beim Kindergarten. Genau, beziehungsweise es ist eher so die Kinderhölle. Ja, die Kinder sind sehr aufgedreht und rennen so rum. Und die Kindergärtnerin sagt dann auch so ganz laut, ja, spielt alle schön, bis sich die Balken biegen, findet neue Freunde. So nach dem Motto, habt so viel Spaß wie möglich, wuh! Hier sind 4 neue Spielzeuge, macht sie kaputt. Ja, es ist schon ein bisschen krass, wie dann Usagi und ihre Freunde dann mit den Kindern rumspringen müssen, ne? Und schlagartig haben die alle 4 auch Kostüme. Ja, die haben jetzt alle so Tierkostüme an. Genau. Ja, Usagi ist ein Häschen, obviously. Ami ist ein Pinguin. Ja, und die beiden tun jetzt mit den Kindern zeichnen, das ist... Warum sagst du nicht gleich alle? Ja, weil ich erst sagen wollte, dass die zeichnen, das ist ja noch normal. Aber Makoto und Naru... Ach, das ist Naru. Ja klar, das muss ja Naru sein. Ich habe mir gedacht, wer ist der Leopard? Die kriechen auf dem Boden rum und lassen Kinder auf sich reiten. Und ich finde, eins davon sieht auch viel zu groß aus.
Ja, die Kinder sehen nicht so klein aus, als das gerade Mädchen das so ohne weiteres. Also die können das, aber das ist bestimmt anstrengend. Ja, ne, ja. Die Kostüme, Naru hat irgendwie so ein Leopardenkostüm an und ja, Makoto natürlich eine Schildkröte. Das Schildkrötenkostüm ist irgendwie gleichzeitig der Hammer und cringe. Ja, es hat halt auch so einen Riesenkopf und ja, ich finde es eher cringe, muss ich sagen. Ja, der Kopf ist mein Problem damit. Der Rest von dem Kostüm sieht echt solide aus, aber der Kopf Ja, ist. vor allem halt auch wegen diesem, ja, der Hals von der Schildkröte, der so um den Menschenkopf rumgeht, der finde ich sieht ein bisschen seltsam aus. Ja, aber der Panzer ist cool, der Panzerrucksack. Ja, der ist eigentlich ganz cool. Ob so wirklich einen Ruck gibt, mit Sicherheit einen Rucksack in Schildkrötenpanzerform. Ja, Will ich safe. haben. Naja, also die Kinder springen hier schon so ein bisschen mit den Mädels um. Aber Und sie scheint, aber Usagi? es scheint ihnen irgendwie ja trotzdem zu gefallen. Also die haben schon irgendwie Spaß mit den Kiddies. Ja, und Usagi und Ami, ausgerechnet die beiden, hacken jetzt den Plan aus. Ey, lass uns mal Mako und Motoki verkuppeln. Ja. Und jetzt Und. geht Ami zu Motoki, also ins Crown, und erzählt ihm, dass es da eine neue Schildkrötenart beim Kindergarten gibt. Die muss er sich unbedingt anschauen. Beziehungsweise er will, glaube ich, der Entdecker, der, wenn es wirklich eine neue Art Ach ist, dann so. will er der Entdecker sein. Ja gut, klar. Ja, und Und dann sein Outfit ist wow. hat er das jetzt schon an? Ja, der geht kurz, also die sind noch im Crown, er geht kurz irgendwie um die Ecke, kommt nach einer Sekunde wieder und ist komplett umgezogen. Ach ja, stimmt, mit so einem Kescher und so einem Safari-Hut. Ein Tropenhelm sogar. Ach so, ja, nice. Ja, und dann schmeißt Nephrite mal wieder was runter, nämlich weil Motoki ihn jetzt mit dem Laden allein lässt. Und Ami hebt die ganzen Sachen aber auf. Und er gibt ihm auch noch so einen kleinen Tipp irgendwie. Ja, es ist besser, wenn du die Sachen einzeln nimmst. Und sie zeigt ihm dann auch, wie man den Boden wischt. Ja, das kann er nicht, das ist er zu dumm für. Das ist logisch. Da brauchst du halt das 300er IQ-Genie, das dir das erklärt. Ja, Nephrite ist halt erst so, nee, geh halt, lass mich doch in Ruhe, aber sie zeigt es ihm trotzdem. Und dann erinnert er sich an Dark Mercury. Er weiß, dass sie das ist, ne? Ich glaube schon, ja. Dann erinnert sich daran, dass sie ihm ja aus Mitleid seinen Umhang zurückgebracht hat und dass sie eigentlich auch ganz nett zu ihm war. Was ich mich frage, wissen die Senshi, dass er Nephrite ist? Das frage ich mich auch und andersrum, warum weiß er das nicht, dass sie das sind? Weiß er nicht? Ich weiß, ich bin nicht ganz sicher. Weil Es wirkt halt nicht so, als würde es wüsste er das, aber ich bin auch nicht sicher. er hat sofort Mamoru erkannt und Mamoru hat sofort ihn erkannt. Er hat auch, glaube ich, die Senshi erkannt, aber die ihn nicht. Ah, stimmt, das ist ja echt weird. Ja, Keine oder sie Ahnung. erkennen ihn und es ist ihnen egal. Das kann natürlich auch sein, aber warum sie es nicht einmal ansprechen? Ja, vielleicht tun sie es auch noch, ich weiß es nicht mehr, aber es wirkt halt jetzt so, als würden sie ihn nicht erkennen. Ja, Motoki saust los, um die neue Art zu entdecken. Und gibt's da die herrliche Szene mit Usagi und Mako beim, was ist das, Waschmaschine, ein Trockner? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, sie wollen jetzt die Wäsche waschen. Ja, und Usagi halt stellt einfach so den Korb hin, so, ja, und dann gehe ich mal. Wie soll ich das alleine machen? Ja, anscheinend soll ich das alleine machen. Genau, und dann kommt halt Motoki so mit so einem Fernglas und jetzt auch in so richtiger Safari-Kleidung vorbei und sieht dann Makoto und erzählt dann halt von der neuen Schildkrötenart und dann merken sie beide, was los ist und es ist super awkward. Ja. Das Geile ist aber auch, Usagi guckt sich diese Szene an, malt sich dann aus, oh ja, wie das ablaufen könnte und dass die jetzt natürlich sofort zusammenkommen und dann passiert es halt einfach nicht. Ja, also sie denkt sich halt jetzt so, dass Motoki dann anbietet, dass er Makoto hilft mit der Wäsche und ja, dass sie sich dann irgendwie näher kommen, aber nö. Motoki sagt zwar, ja, das ist bestimmt schwer mit der Wäsche, ne? Aber ciao, ich geh da mal. Das ist bestimmt schwer. Ja, dann mach mal. Ja, viel Erfolg Ja. damit, ne? Ciao. Das hat ja großartig geklappt, Usagi. Top. Perfekt. Ja, es ist schon eine sehr awkwarde Szene mit den beiden, wie sie dann merken, was los ist.
Ja, allein die Kostüme. Ich meine, diese Szene kann auch nur awkward sein, wenn man bedenkt, was die für Kostüme tragen. Ja. Denk jetzt mal ernsthaft, wäre es irgendwie möglich gewesen, dass diese Szene, dass man diese Szene erzählt mit einem Dialog, bei dem das passiert, was Usagi glaubt? Das wäre doch auch awkward gewesen. Ja, schon. Ja, zumindest so, wie sie das gemacht hat. Ich meine, dass Motoki hier vielleicht hilft, dass sie sich näher kommen, möglich. Aber wenn, dann halt nicht ganz so der Dialog, den sich Usagi ausgedacht hat. Naja. Ja, dann hängen sie zusammen die Wäsche auf. Und ja, Und ich Makoto glaube ist mit. immer noch so ein bisschen, ah, ich kann doch nicht mit ihm zusammenkommen, denn das frühere Leben. Ja, ich glaube, Metalia erlöst uns dann aus dieser negativen Stimmung, indem sie ein bisschen Action in die Bude bringt. Ja, genau. Die nächste Szene ist dann, Motoki geht, will wieder zurückgehen und dann sieht er die ersten Leute, die zusammenbrechen. Achso, ja, stimmt. Erstmal kommt dieser Metallia-Dampf. Makoto und Usagi reden kurz darüber, wie schon gesagt. Und auch Motoki denkt noch drüber nach auf dem Heimweg und ist so, wow, freiwillige Arbeit, ein Kindergarten und wow, dieses Kostüm, so toll. Ja, mega, dieses Kostüm! Wow! Besonders der Kopf! Ja, Motoki und Schildkröten halt. Ja, Es okay, sah sein Kostüm ist besser noch aus als schlimmer. Motokis Schildkrötenkostüm. Ja, das war auch nicht schwer. Nein. Naja, und Usagi sagt aber Makoto auch, es ist doch nicht gut, immer allein zu sein. Ja, genau, und dann sieht halt Motoki, wie jemand zusammenbricht. Genau, und dann, ja, jetzt passiert sehr schnell in kurzer Zeit. Usagi ist dann irgendwann wieder zurück im Inneren des Kindergartengebäudes und da Da ist dann kommt dann irgendwie die schon Erz. Maru gelaufen, denn da sind auch Leute zusammengebrochen. Oh mein Gott. Ne, zwar keine Kinder, aber die Erzieherin anscheinend und jetzt hat keiner auf die Kinder aufgepasst und dann zählen sie kurz durch und sagen, oh nein, Shota ist weg. Ja, der wurde kurz vorher mal erwähnt. Der wollte im Kindergarten Käfer fangen und ist jetzt anscheinend losgelaufen, um es in Real Life, also draußen, umzusetzen. Also vermutlich finden wir ihn irgendwo im Vertania-Wald. Wahrscheinlich. Ja, und dann rennt halt Makoto los und trifft auf Motoki. Und da sind dann auch noch andere Leute zusammengebrochen und Motoki versucht zu helfen. Und jetzt suchen sie zusammen das Kind. Jo, und sie finden ihn zwar nicht im Vertania-Wald, aber auf einem Baum. Ja, der weint da, weil er nicht mehr runterkommt. Wie ist er raufgekommen? Naja, draufgeklettert. Wie so ein Katzenjunge ist raufgeklettert und dann nicht mehr runtergekommen, oder wie? Ja, wahrscheinlich hat er da irgendeinen Käfer gesehen, ist dann voller Übermut raufgeklettert und war dann so, Scheiße, jetzt bin ich hier hoch oben, da ist es hoch, ich könnte runterfallen. Einen Ja. Albino-Hirschkäfer gesehen. Genau. Und Motoki klettert dann auch nach oben und kann ihn retten. Motoki fällt dann zwar auch, aber der Junge fällt auf ihn drauf, also ist nichts passiert. Ja, die Szene ist ein bisschen merkwürdig, weil wenn er hochklettert, sieht das irgendwie halt aus, als wäre der Baum irgendwie so mindestens 3 Meter hoch und wenn er hinfällt, sieht es irgendwie eher so aus, als wäre er nur einen halben Meter gefallen. Ja, wahrscheinlich, weil es auch so war. Ja, vermutlich haben sie es genau so gedreht, aber ja. Ja, hinterfrag es nicht, das ist so. Hätte man, glaube ich, ohne dafür mehr Mittel aufwenden zu können, vielleicht schöner machen können. Aber naja, das ist jetzt Ja. Nitpicking. Das passt schon. Ja, dann die anderen suchen immer noch nach dem Jungen, also Usagi und Co. Dann gibt's diese interessante Szene, wie Motoki den Jungen auf seine Schultern setzt und so ein Schildkrötenlied singt. Genau, und der Junge, der singt auch mit und ist jetzt wieder beruhigt. Weißt du, was mich an der Szene auffällt? Der geht unter so einem Ast durch, der halt wirklich so millimetergenau über dem Kopf des Kindes endet. Und er geht Stimmt. dreimal darunter durch. Und ich immer denke, gleich muss es knallen, gleich muss es knallen, aber es passiert nicht. Tja. Ja, also Makoto ruft dann in der Zwischenzeit auch Usagi und Co. an und sagt, dass der Junge gefunden wurde. Und Motoki, ja, macht das hier sehr gut und beruhigt den Jungen ein bisschen. Und dann sagt auch Makoto, dass ihr Vater das Lied auch immer gesungen hat. Musste das jetzt sein? Ich weiß nicht. Ja, ein bisschen komisch. Makoto sagt dann auch so scherzhaft, ja, war der auch Schildkrötenfan? Vielleicht meint er es auch ernst. Makoto dann so, Motoki meint, ich glaube, Motoki meint alles ernst, was er sagt.
Zumindest alles mit Schildkröten. Ja. Es ist Schildkröten, darüber macht man keine Witze! Genau, dann ist aber wieder so ein bisschen awkward. Also man merkt schon, es ist irgendwie Chemie zwischen den beiden. Aber Motoki ist dann auch wieder so ein bisschen, ja, ich habe mir schon Hoffnungen gemacht. Er merkt halt schon, es ist langsam wieder so ein bisschen Chemie zwischen den beiden, aber Makoto will dann doch nicht. Nee. Außerdem finde ich diesen Dialog so komisch. Makoto, ich meine, gut, ihre Eltern sind tot, das wissen wir, aber sie hat, das klingt so, hat sie irgendwelche Daddy-Issues? Ist da irgendwas? Nee, merkwürdig? Also, ich glaube, so ist das nicht gemeint. Ja, ich weiß, dass es nicht so gemeint ist. Nichts in dieser Folge ist so gemeint, wie ich es verstehe. Aber es kommt trotzdem so bei mir an. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat sie das Lied einfach halt an schöne Zeiten von früher erinnert. Ja. Und sie merkt, dass Motoki gut mit Kindern umgehen kann. Irgend sowas wird's halt sein. Ja, aber das ist mein Problem mit dieser Folge. Diese Folge ist einfach wahnsinnig gut darin, bei mir irgendwelche Assoziationen zu wecken, die definitiv nicht intended sind. Ja, liegt das an mir? Ich weiß nicht, also... Ja, manche Sachen sind schon ein bisschen komisch, aber ich hätte jetzt nicht daran gedacht. Ja, okay. Aber manche Sachen sind tatsächlich weird, aber das ist wahrscheinlich so ein japanisches Ding. Ja, auch wieder wahr, das darf man ja nie vergessen. So, ich glaube, dann kommen die Metallia-Zombies. Ja, genau. Und zwar viele davon. Ja, so diese Typen mit den Umhängen und so, mit den Kapuzen. Und die kommen dann auch zu Makoto und Motoki und dann zu Usagi und Naru, die halt woanders sind. Und beide sind halt jetzt so, verdammt, ich kann mich nicht verwandeln, weil Motoki und Naru sind ja da. Und das Problem wird gelöst, indem sie es doch tun. Ja, was sollen sie halt sonst machen? Makoto bringt halt schnell das Kind irgendwie 2 Meter weg hinter so einen Busch. Das wird nämlich ganz bestimmt nicht da weggehen, weil Kinder machen sowas ja nicht. Niemals. Ja, und Motoki rennt auch schon los, aber wird dann von den Yomas auf den Boden befördert. Und dann ist halt so, ja, Mist, wir müssen uns jetzt doch verwandeln, weil sonst geht's cool halt nicht. Was ich cool finde, ist, dass Motoki tatsächlich erst gegen die Monster kämpfen will. Ja, genau. Finde ich auch cool. Ja, aber dann gibt es doch Verwandlungen und natürlich kriegen Naru und Motoki das auch mit. Und sind sehr perplex. Ja, und ich sag, bei Motoki finde ich das gut. Bei Naru denke ich mir, why this? Wieso? Warum jetzt? Warum macht man jetzt noch so eine Nummer mit Naru, wo man Naru meiner Kenntnis nach nicht mehr großartig einsetzen will in dieser Show? Ich glaube, ich meine, vielleicht irre ich mich. Vielleicht passiert mit Naru noch was, aber ich glaube, Naru wird nie wieder so viel Screentime in der Show bekommen wie in dieser Folge. Ja, so in der nächsten Folge, glaube ich, ist sie noch ein bisschen mehr dabei, aber jetzt auch nicht so krass. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich finde, es ist trotzdem ganz cool, dass wir halt überhaupt mal Naru wiedersehen und dass sie dann hier doch nochmal ein bisschen eine größere Rolle bekommt. Ja, und man will halt hier auch so ein bisschen dieses Doppelding haben mit Makoto und Motoki, wo dann Motoki halt von dem Geheimnis erfährt und dann eben Gegenüberstellung mit Naru und Usagi. Auch wenn man das jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Ich find's trotzdem cool. Vor allem finde ich es halt cool, dass Naru überhaupt mal in irgendeiner Version das wirklich erfährt. Man könnte sich zwar denken, dass sie so im Manga vielleicht auch weiß, weil sie mal sowas andeutet, aber es wird halt nicht so genau gesagt. Sie weiß, sie hat halt Usagi nie beim Verwandeln gesehen oder sowas. Ja, das wäre alles wahrscheinlich viel cooler, wenn die Autoren dieser Serie überhaupt eine Ahnung hätten, was sie mit Naru vorhaben. Ja, man hätte das vielleicht ein bisschen früher schon machen können. Nee, das ist ein Naru-Problem, weil Naru war eigentlich das letzte Mal, dass Naru wirklich relevant war, als es diese Konkurrenz zwischen Army und Naru gab. Danach war Naru zwar bei diversen Sachen, die auch wichtig waren, immer nochmal dabei, aber es war alles, was mit Naru passiert ist, so völlig konsequenzlos. Auch sowohl mit Mio, da war irgendwas, war dann aber doch nichts. Und auch bei Dark Mercury zwischendurch war Naru mal dabei, aber auch so, ja, ich bin halt da. Ja, eben, deshalb hätte man das dann vielleicht am Anfang noch machen, oder was heißt am Anfang, aber halt zu dem Zeitpunkt noch machen sollen, wo sie ein bisschen relevanter war, mit dieser Army- und Naru-Sache vielleicht. Oder halt, wenn man das jetzt macht, dass man dann danach nochmal irgendwas Cooles mit ihr macht. Dass es halt auch irgendwie eine Relevanz hat, dass sie das jetzt weiß. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass Naru nochmal irgendeine Rolle spielen wird.
Nee, also natürlich, das hätte man besser machen können, aber ich finde es trotzdem cool, dass es passiert. Ja, gut, einfach nur, weil's Einfach anders ist weil es als im. cool ist. Ja, okay. Also, ich finde, dass Motoki erfährt, was Phase ist, finde ich da wesentlich spannender, als dass Naru es erfährt. Okay, ich fand es jetzt eigentlich relativ gleich, muss ich sagen. Ja, okay. Weil mit Motoki weiß man zumindest, da passiert noch ein bisschen was mit Mako eben. Und das hat eine Auswirkung. Ich meine, was ändert sich dadurch jetzt wirklich für Naru, dass sie jetzt weiß, wer Sailor Moon ist? Eigentlich nichts. Naja, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, man will damit jetzt so ein bisschen diesen Naru-Arc abschließen. Denn es ist ja immer noch dieses Dings, dass Usagi halt einen Haufen neuer Freunde hat und Naru immer mehr in den Hintergrund rückt. Und jetzt versteht Naru aber auch warum. Richtig, aber dafür ist viel zu spät. Das Ja, hätte man eben. vor. Deshalb, wie gesagt, entweder früher machen oder jetzt und dann aber noch was Relevanteres mit Naru machen. Sowas hätte man bringen müssen, so um Folge 25, 30 rum. Das Ja. wäre sinnig gewesen. Hätte man einen schönen Abschluss für die Naruto-Thematik gehabt und hätte eine super Erklärung, warum die nicht mehr relevant ist und nicht mehr vorkommt. Oder nur noch als Statist vorkommt. Super. Ja, hätte ich Aber auch besser gefunden. jetzt ist es für sowas einfach zu spät. Das funktioniert nicht mehr so richtig. Ja, das finde ich jetzt eigentlich nicht. Also wie gesagt, klar, man hätte es besser machen können. Also es wäre besser, wenn es früher gekommen wäre. Aber ich finde es trotzdem ziemlich cool, dass es passiert. Ja, ist wahrscheinlich besser, als wenn es gar nicht passiert, das stimmt schon. Ja, genau. Übrigens, diese Motoki und Makoto-Sache erinnert mich auch voll an dieses Makoto-Kapitel im Manga mit Asanuma, wo der ja auch so ein bisschen von Makoto erfährt, was Sache ist. Also er erfährt jetzt nicht direkt, dass sie Sailor-Kriegerinnen sind und so Zeug, aber sie erzählt ihm zumindest ein bisschen. Und das ist ja dann auch mit Makoto und einem Freund von ihr, also ja, nice. Okay, Asanuma ist mir da überhaupt nicht in den Sinn gekommen, aber stimmt. Na, also ich glaube schon, dass das so ein bisschen die Inspiration war. Ja, jetzt wo du es sagst. Komisch, dabei hatte ich sogar das Asanuma-Kapitel nochmal gelesen vor dieser Folge, aus ganz anderen Echt? Gründen. Okay. Also nicht das Kapitel gelesen, sondern die Zusammenfassung davon. Ach so, verstehe. Aber es war mir trotzdem nicht aufgefallen. Ja, dann reden Makoto und Motoki so ein bisschen drüber, nachdem sie halt die Yuma verscheucht hat. Und ja, ich weiß nicht, Motoki ist halt so ein bisschen, ach so ist das. Er druckst halt so ein bisschen rum, er weiß nicht so recht, was er jetzt sagen soll. Aber eine Szene, die ich ein bisschen komisch finde, er sagt, du bist also eine Freundin der Gerechtigkeit. Und Makoto dann so, ja, nicht so ganz. Wieso denn nicht? Ist doch eigentlich so. Ja, da hat mich auch ein bisschen verwirrt, aber ich bin dann einfach davon ausgegangen, dass da irgendwas in der Übersetzung nicht stimmt. Vielleicht ist das, was mit Freundin der Gerechtigkeit übersetzt wurde, einfach ein feststehender Begriff, der eine andere Konnotation hat als die, die wir Das jetzt glaube haben. ich aber nicht, weil ich habe das schon öfter im Sailor Moon-Kontext gehört. Okay. Ja, doch, also das weiß ich noch ganz genau, weil das auch in diesem Kinderbuch vorkam, das ich übersetzt habe. Ja, dann Oder verstehe ich im auch nächsten, nicht. ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, da kam das auch vor. Es kommt öfter mal vor. Ja, vielleicht meint sie halt auch mit, ja, ich mache das ja nicht wegen der Gerechtigkeit, sondern weil ich es halt muss. Keine Ahnung. Wirkt ein Was aber eine bisschen Aussage ist, komisch. die auch nicht zu ihr passt. Ja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist Makoto ja schon so, sie kämpft gegen das Unrecht. Macht sie ja auch, wenn sie gerade nicht Sailor Jupiter ist manchmal. Genau, das ist sogar Ja. tatsächlich etwas, was eher Makotos Ding ist, als sogar noch von den anderen, finde ich. Ja, stimmt. Ja, ergibt eigentlich keinen Sinn. Ich verstehe die Aussage nicht so ganz. Aber naja, sie sagt halt dann, ich muss gegen Feinde wie solche kämpfen und so Zeug. Ja, und es ist wieder so ein bisschen awkward. Motoki versucht verständnisvoll zu sein, aber weiß halt echt nicht, was er jetzt sagen soll, denn das alles ist natürlich sehr viel Info. Und dann läuft Makoto weg und er ist enttäuscht. Ja, armer Motoki. Ja. Ich kann ihn verstehen. Das wäre so eine Situation, wo ich auch stünde. Ja, Vor allem, weil Mako ihm jetzt auch nicht gerade entgegenkommt in der Sache. Na gut. Nee, sie erzählt ihm halt kaum was davon und läuft dann einfach weg. Klar, die Situation ist ihr jetzt auch zu viel, aber der arme Motoki. Naja, währenddessen ist Usagi aber noch nicht fertig, denn ja, sie feuert hier Attacken ab und so, aber es bringt irgendwie nicht viel. Ja, erstmal hat Usagi kämpft erstmal gegen die Zombies. Da macht sie noch eine ganz gute Figur und dann verschmelzen die Metallia-Zombies zu einem Yoma, der uns, glaube ich, fast den Rest der Staffel begleitet.
Fast den Rest der Serie begleitet, wollte ich sagen. Typ in der Rüstung, der eigentlich ganz okay aussieht. Ich nenne ihn Pans Rüst. Nice. Perfekt. Nein, ich nenne ihn anders, aber er ist halt wirklich einfach nur diese wandelnde Büchse, die nicht kaputt zu kriegen ist. Das ist auch seine Hauptfunktion. Ja, er geht nicht kaputt. Und es kommen dann auch jetzt lauter so Pyro-Effekte, also so Funken, die aufsprühen, so kleine Explosionen. Ja, und das triggert natürlich Princess Moon, weil die sofort sagt, ey, Moment, das ist mein Ding. Ja, nee, erstmal kämpft halt Sailor Moon gegen das Ding. Aber es bringt halt alles nichts. Dann gibt's auch Explosionen und Feuer. Und ich glaube, diesmal haben sie aber wirklich ein bisschen was angezündet. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, muss ich zugeben. Ja doch, also da sind dann so kleine Flammen, die auf dem Boden leuchten. Die sind auch die ganze Zeit dann über da. Also ich glaube, da haben sie schon ein bisschen wirkliches Feuer auch gemacht. Vielleicht auch diese Funkendinger, weiß ich jetzt nicht. Aber könnte man halt auch noch machen. Naja, jedenfalls alles, was. Also Sailor Moon feuert wirklich alles auf ihn ab, was sie hat. Alle Attacken. Und es bringt alles nichts. Und dann denkt sich halt Princess Moon, ja gut, wenn du es verkackst, dann muss ich das halt regeln. Genau, und dann fängt sie halt auch an zu leuchten langsam und du sagst so, nein, ich muss sie unterdrücken. Aber plötzlich bekommt sie dann wirklich so einen emotionslosen Gesichtsausdruck. Ja, und wir haben ja auch die ganzen, wir kriegen ja dann auch die typische Princess Moon Verwandlung. Genau, aber ich fand den Moment ein bisschen krass, wo dann sich einfach Usagis Gesichtsausdruck so merklich in den von Princess Moon verwandelt. Ja, das ist schon cool. Naja, genau, dann wird sie wirklich Princess Moon und Naru sieht das auch und ist so, was, sie hat sich nochmal verwandelt? Ja, Naru ist jetzt bald so verwirrt, dass sie die Schuhe auf dem Kopf hat. Ja, genau. Und Princess Moon macht dann halt ihr typisches Zeug, ihren Pentagramm-Schutzschild, genau. Ja doch, da sieht man wirklich, dass da so kleine Flämmchen sind. Ja, und dann wehrt sie immer diese Attacken von dem Yoma ab und wirft sie hinter sich. Also sie fängt die Attacken ein und verfrachtet sie woanders hin. Und einmal brennt. Trifft sie damit leider auch Naru. Es explodiert einfach alles in der Umgebung. Da werden Autos in die Luft gejagt. Ja, und einmal trifft sie dann auch leider Naru mit so einer Attacke, die sie halt umleitet. Und es ist ihr scheißegal. Ja, aber ich glaube, in dem Moment triggert es dann wieder so ein bisschen Usagi, die dann die arme Naru da liegen sieht. Ja, genau, da sieht man dann kurz, Princess Moon will jetzt eigentlich den Sack zumachen und den Yoma vernichten, aber irgendwas hält sie zurück. Ja. Und dann haut der Yoma ab, also... Der flüchtet. Und dann verwandelt sie sich zurück in Usagi. Ich bleib dabei, ich finde es ein schönes Detail, dass sie sich nicht in Sailor Moon zurückverwandelt, sondern in Usagi. Ja, stimmt, das ist wirklich schön. Und dann... Ja, Usagi ist wieder von sich selbst entsetzt und sagt dann nochmal, ich habe die Kraft, die Welt zu zerstören. Ja, also sie ist jetzt natürlich sehr schockiert, dass sie hier gerade Naru verletzt hat. Und ja, Makoto hat das auch gesehen. Ja, ich bin ja gespannt, ob darüber noch groß gesprochen wird in der nächsten Folge. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber es muss ja eigentlich passieren. Also es gibt noch ein Gespräch mit Usagi und Naru. Okay. Ja, ich habe in der Preview schon gesehen, das nächste ist die merkwürdige Folge mit dem Deeskalationstraining für Usagi. Ja, stimmt. Ja, alles, okay. Alles brennt. Ja, alles brennt und damit endet die Folge. Ja, genau. Ja. Aber ist halt auch schön, wie man dann sieht, wie das Feuer halt nicht so großflächig ist, sondern halt immer nur diese kleinen Flämmchen, die sie halt da wirklich angezündet haben. Da so ein Flämmchen, da drüben noch so ein Flämmchen. Die sind alle auch gleich groß. Ja, das ist so. Ja, ich finde es auch geil, dass wenn die Feuerbälle die Autos treffen, ich glaube, es war so, dass die Autos dann wirklich sichtbar explodieren, scheinbar, und dann nachher aber einfach wieder da stehen. Ja, man sieht dann die Autos auch so brennen, aber wirklich explodiert scheint dann irgendwie doch nichts zu sein, obwohl alles explodiert ist. Ja, wie immer. Natürlich. So wie das letzte Mal, als diese Brache abgebrannt wurde, aber irgendwie nirgendwo Gras angezündet war. Ja, hier haben sie dann aber wirklich mal ein bisschen was angezündet, aber halt... Ja, ich weiß nicht genau, aber sie hatten halt dann nur so kleine Flächen, wo dann halt so ein bisschen Flämmchen waren. Naja, hast du noch was zu sagen zu der Folge? Ja, Moment. Also ich habe aufgeschrieben noch so einen Fun-Fact, beziehungsweise einen Filmfehler...
Fein Fehler. Nämlich, dass Usagi, bevor sie sich verwandelt, irgendwie so einen roten Kittel oder sowas anhat. Und wenn sie sich zurückverwandelt in Usagi, dann aber nicht mehr. Oh, da habe ich Habe ich überhaupt. jetzt. Ah, genau, sie hat nämlich so eine Schürze an. Oh, das ist ja sträflich. Das sind so Dinge, auf die achte ich normalerweise. Ich nicht, aber jetzt, wo ich sehe, ja klar, sie hat diese Kindergartenschürze an. Und danach hat sie halt nur die normale Schuluniform an. Ich hätte es eigentlich tun sollen. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, wer wann welche Kleidung anhat. Jetzt muss ich mal eben gucken, wann ziehen die eigentlich ihre Kostüme aus? Ja, wahrscheinlich, wenn alle zusammenbrechen. Nee, beim Wäschewaschen schon. Nee, beim Wäsche. Okay. Ich dachte nämlich, hatten die nachdem alle zusammenbrechen, noch so viel Zeit, die scheiß Kostüme auszuziehen? Nee, die hatten sie schon vorher ausgezogen. Ja, sie hatten sich schon vorher aus. Da dachte ich gerade, da habe ich nämlich schon wieder einen Fehler gewittert, aber da haben sie dran gedacht. Ja, nice. Ja gut, dann habe ich nichts mehr zu sagen zu dieser Folge. Und sagen kann ich auch nichts mehr, denn, naja, ich kann deutlich mein Deutsch verliert. Das ist mein Spruch. Wie fandst du die Folge? ja, so mittelmäßig. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, 2 bis 3 Punkte. Ja, ich auch. Also sie Also, ist. sie ist eigentlich ganz cool. Also vor allem, dass halt Motoki und Naru die Identität der anderen erfahren. Das finde ich ist sehr cool, sehr spannend. Ja, diese Kindergartenszene und alles ist auch sehr süß. Auch das mit Motoki und Makoto. Ja, aber ansonsten ist sie jetzt nicht überkrass. Ja, die Folge hat so ein bisschen das Syndrom, ein paar gute Ideen, aber irgendwie fehlt was in der Ausführung. Und ich kann auch nicht mal genau sagen, was sie da falsch gemacht haben. Ja, irgendwie schon. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Ja, aber ich fand sie trotzdem ganz gut. Also von mir auch 3 Punkte ganz eindeutig. Ja, würde ich auch geben. Wer war dein persönlicher Win der Folge? Da habe ich jetzt mal Motoki, weil er sich ja doch sehr gut um das Kind gekümmert hat und er wollte auch angreifen und er hat das Kind vom Baum geholt. Ja, ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden zwischen Motoki und Mako. Dabei hat Mako gar nicht so viel gemacht, aber ich fand sie trotzdem irgendwie noch am coolsten in der Folge. Ja, Makoto hat zum Beispiel diese Yoma vertrieben. Ja, und es ist natürlich auch schön, dass die Motoki und Makoto-Beziehung zumindest ein kleines bisschen angeschoben wurde. Makoto ist zwar immer noch in ihrem "Ich muss allein sein" Trip, aber ich glaube, sie fängt jetzt doch so ein bisschen an zu überlegen, ob das denn wirklich richtig ist. Weil sie hat sich auch nochmal daran erinnert, als Usagi ja sagte, allein sein ist aber auch nicht gut. Ja, wird ja auch Zeit, dass sie das anschiebt, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Ja, deshalb. Gut, dass das zumindest ein kleines bisschen in die richtige Richtung geht. Wer ist dein persönlicher Fail der Folge? Da habe ich dann einfach mal Princess Moon, weil sie Naru verletzt hat. Aber mir ist nichts wirklich Besseres eingefallen. Ja, okay, ich hab Sailor Moon im Grunde genommen aus dem gleichen Grund, weil sie A, den Yoma nicht besiegen konnte und B, nicht verhindern konnte, dass sie zu Princess Moon wird und damit Ja. auch nicht verhindern konnte, dass Naro verletzt wird. Ja, ich meine, klar, sie kann nichts dafür, aber ja, was Besseres fällt mir auch nicht ein. Ich stelle mir aber vor, was Naro so denken muss, wenn sie jetzt das erste Mal sieht, wie sich Usagi in Sailor Moon verwandelt. Aha, du bist eine Superheldin. Aha, du kannst nix. Weil, Nee, sie ja, hat aber ja. Usagi hat in dem Kampf ja mit nichts Erfolg gehabt, Ja, doch, Weil also dieser sie hat Yoma ja so diese unkaputtbar war. Metallia-Yoma schon besiegt. Die waren dann so Pfützen, aber leider sind die Pfützen dann zusammengeschmolzen zu dem neuen Yoma. Aber Ja, ich meine. ich habe das schon so verstanden, dass sie die erstmal besiegt hat. Klar, wir können uns das so zusammenreimen. Wir wissen ja auch, dass Sailor Moon nicht schwach ist, aber Naru, die jetzt das erste Mal das in Action sieht, denkt: Ja, tolle Superheldin, das erste Monster, das hier aufkreuzt, macht dich total lang. Aber vielleicht hat sie ja schon mal was von Sailor Moon gehört und weiß, dass die eigentlich cool ist. Ja, also niemand, also das ist so ein Ding in PJSM. Im 90er-Anime war es ja so, dass irgendwann alle wussten, dass Sailor Moon existiert. Ja, Aber hier ich bin irgendwie, gerade nicht mehr sicher, wie das hier war. hier sind irgendwie alle immer überrascht, wenn sie die sehen. Ja, natürlich wärst du überrascht, wenn du die siehst, auch wenn du weißt, dass es sie gibt. Ja, Ja. ich weiß nicht, wie das in PGSM war. Es redet auch nie einer drüber. Ja, nicht so wirklich. Es gibt auch keine Sailor Moon Puppen in Spielhallen. Das fehlt. Damit hättest du es klar gemacht. Ja, stimmt. Ist sie überhaupt auch Sailor V? Ja, doch, Sailor V ist bekannt, ne?
C'est la vie war mal, ist am Anfang mal im Fernsehen, glaube ich. Ja. Ja gut, stimmt. Aber naja, und ich frage mich halt eher, was sich da Naru denkt, wenn sie sieht, dass Usagi zu Princess Moon wird und plötzlich so eine emotionslose Zerstörungsmaschine ist. Ja, ich sage ja, eigentlich müsste jetzt die ganze nächste Folge der Dialog zwischen Naru und Usagi sein. Aber ich sehe da schwarz, dass das passiert. Ja, die ganze Folge nicht, aber es wird mal drüber gesprochen. Naja, ich frage mich ja auch, warum genau kam dann bei Usagi noch ein stärkerer Yoma und bei Makoto nicht? Vielleicht liegt es ja auch wieder daran, dass halt Metallias Kraft an Sailor Moons Kraft irgendwie gebunden ist. Ja klar, aber das ist ja schon gesagt worden, ganz, also das, Ja, wir wissen aber. ja schon, dass Metallias Kraft proportional Ja, zu. natürlich, aber es wird jetzt nicht gesagt, dass das auch der Grund ist, warum Usagi ihren Yoma nicht besiegen kann. Nee, das wird so ausdrücklich nicht gesagt, aber ich glaube, da erwarten sie jetzt schon von uns, dass wir da einfach selbst drauf kommen. Was mir gerade noch einfällt, Ja. die ganze Geschichte mit Naru und dass sie rausfindet, wer Sailor Moon ist und jetzt mit Princess Moon. Ich hätte es einfach besser gefunden, auch wenn Naru das, wenn sie es schon erfährt, vielleicht erfährt, bevor das Thema Princess Moon aufkommt und dass das Thema Princess Moon dann für sie ja nochmal ein Level schockierender ist. Anstatt Oh ja, so, stimmt, ja, das wenn wäre sie quasi vor cool. vollendete Tatsachen gestellt wird. Ja, hast recht, das wäre wirklich besser gewesen. Ja, denn hier ist es ja dann schon sehr viel Info auf einmal. Ich meine, nicht nur, dass sie Sailor Moon ist, sondern dann auch halt noch Princess Moon. Das wäre dann auch so ein bisschen schönes Konfliktpotenzial. So, ja, ich dachte, du bist eigentlich eine gute Superheldin, die für das Gute kämpft und so. Genau. Und jetzt muss ich sowas hier mit ansehen. Ja, das wäre Aber auch das nice. begründet sich in zu spät. Ja, wie schon gesagt, früher wäre besser gewesen, aber ich bin froh, dass es trotzdem irgendwie vorkommt. Ja, okay, ansonsten habe ich jetzt zu der Folge so gar nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht, aber ihr könnt uns ja eure Meinung in die Kommentare schreiben und macht natürlich auch bei der Abstimmung mit oder schreibt eure Wins und Fails oder was auch immer euch sonst noch so einfällt. Und ja, Like oder Abo wäre natürlich auch schön. Abos, Abos, Abos. ja, ich sage an der Stelle einfach ciao, ciao. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn Usagi Naru alles erzählt, sie trainiert, ihre Kräfte zu unterdrücken und Beryl einen grausamen Plan umsetzt. Tsuki no Hikari wa Ai no Message.